bin so glücklich, Marianne. Bald ist das Jahr der Trauer ganz vorbei. Am Sonntag ist Verlobung und Weihnachten Hochzeit. Ein Bussi, Marianne. Ein Vormittagsbussi. Das wird wohl das Beste sein für uns beide, dass wir uns trennen. Ja. Aber dann endlich. Und im Guten. Und konsequent, wenn man bitten darf. Da, da. Das bin ich dir noch schuldig. Mit Quittung? Zähl nach, bitte. Juda! Du liebst mich also nicht. Was ist Liebe? Was denkst du jetzt? Oskar, wenn uns etwas auseinanderbringen kann, dann bist du es. Du sollst nicht immer so herumbohren in mir, bitte. Jetzt möchte ich in deinen Kopf hineinsehen können. Ich möchte mal die Hirnschale herunter und nachkontrollieren, was du da drinnen denkst. Aber das kannst du nicht. Man ist und bleibt allein. Hallo, Odri. Sieh dich nur ruhig weiter aus. Ich hab doch noch mein Schamgefühl. Geh. Du. Wie der Blitz hast du in mich eingeschlagen und hast mich gespalten. Ja, jetzt weiß ich es aber ganz genau. Was? Dass ich ihn nicht heiraten werde. Marianne! Was hast du denn? Also das mit dem Kind. Das muss auch anders werden. Wir können doch nicht drei Seen hoch in diesem Loch hier vegetieren. Das Kind muss weg. Das Kind bleibt da. Das Kind kommt weg? Nein, nie!